Ich arbeite diesmal mit so vielen Sätzen wie nur möglich. Es geht um Folgendes. Sei F von T gleich die Reihe für alle T echt größer oder gleich 0 konvergent und die Reihe für ein B echt kleiner als der Realteil einer komplexen Zahl. Insgesamt ist dieses B eine positive reelle Zahl mit S ist aus den komplexen Zahlen ebenfalls konvergent. Dann ist die Aussage, dann existiert die Laplace-transformierte von f und es gilt Doppelpunkt. Die Laplace-Transformation von f von t mit dem Parameter s ist Summe n0 bis unendlich, also die Reihe mit den Summanden a Index n multipliziert mit n Fakultät dividiert durch s hoch n plus 1. Beweis. Ich kürze es an der Stelle ab, seien die Voraussetzungen wie oben beschrieben gegeben. Punkt. Dann kann ich daraus folgern, naja, ich kann die Norm von diesen Summanden zunächst einmal betrachten. So, dann verwende ich hier eine Eigenschaft der Norm. Die habe ich bereits bewiesen. Es gilt ja wohl für alle t in dem Intervall hier. Und dann verwende ich erneut eine Eigenschaft der Norm. So, dann erkenne ich, dass ich nur positive Zeiten betrachte. Und dann verwende ich an der Stelle die Voraussetzung, denn Endpunkt V, also nach Voraussetzung, konvergiert ja diese Reihe hier. Und ich erkenne hier nur positive Summanden. Also muss natürlich der Summand nach oben beschränkt sein, denn die Reihe konvergiert ja. Und zwar für alle n, also jeder Summand. Also das würde bedeuten, ich kann hier einfach eine Schranke angeben und nach Norm von a Index n auflösen. Dann hätte ich die Abschätzung nach oben wie folgt: b hoch n mal m dividiert durch n Fakultät mal t hoch n, wobei m eine positive reelle Zahl sein muss. Ja? Weil wir haben hier nur positive Summanden, aber die Reihe konvergiert. So, daraus folgt, f von t ist die Reihe, die ich jetzt natürlich durch eine andere Reihe beschränken kann. Ich habe hier eine Abschätzung, also habe ich hier das wiederum kann ich anders schreiben. M ist eine positive reelle Zahl, die kann ich vor die Reihe schreiben. Dann kann ich noch geeignet zusammenfassen. B mal T hoch N durch N Fakultät. Dann verwende ich an der Stelle eine Definition.
Nämlich hier erkenne ich die Reihe der E-Funktion e hoch b mal t und das gilt für alle t aus diesem Intervall. Daraus folgt nach dem Existenzsatz, den ich bereits bewiesen habe, der Laplace-Transformation existiert die Laplace-Transformierte von f und es gilt Doppelpunkt Laplace-Transformation von f von t mit dem Parameter s ist das Integral von 0 bis unendlich über f von t mal e hoch minus st nach dt. Sei nun f Index n Schlange von t die Partialsummenfolge n0 dieser Funktionenreihe. Und es folgt die Norm von f Index n Schlange von t ist die Norm von dieser Summe hier. Jetzt kann ich hinreichend oft m mehrmals die Dreiecksungleichung anwenden. Ich habe hier eine endliche Summe. Dann kann ich schreiben das wiederum ist natürlich kleiner oder gleich, denn n Schlange kann natürlich unendlich annehmen. Jetzt verwende ich wieder eine Eigenschaft der Norm. Dann kann ich hier schreiben, jetzt verwende ich erneut eine Eigenschaft der Norm. Jetzt verwende ich t echt größer gleich 0 und nochmal eine Eigenschaft der Norm. Alle Normeigenschaften habe ich bereits bewiesen, sodass ich sie an der Stelle, die geeignet ist, nur verwende. So, jetzt erkenne ich ja in der Voraussetzung, hier ist noch strikt kleiner zugelassen und behauptet wird dann, dass dieser Zusammenhang, das habe ich hier nicht erwähnt, also dieser Zusammenhang hier soll für alle komplexen Zahlen mit Realteil von s größer oder gleich b gelten. So, also hier erkennt man, bei den Voraussetzungen ist noch strikt kleiner b erlaubt und bei der Behauptung darf b natürlich auch dem Realteil dieser komplexen Zahl entsprechen. Das bedeutet für mich an der Stelle, ich kann eine Abschätzung tätigen, nämlich ich kann hier sagen, das ist kleiner oder gleich unter Bezugnahme auf Realteil der komplexen Zahl größer oder jetzt gleich, weil b plus Epsilon geschrieben wird, Epsilon echt größer 0, also eine reelle Zahl, so dass die Gleichheit denkbar wäre und dann ist das natürlich kleiner oder gleich. Naja, Reihe n0 unendlich a Index n t hoch n e hoch b plus Epsilon mal t. So, hier erkenne ich, bin insgesamt reelle Zahl für alle
t aus diesem Intervall r plus 0 eingeschlossen. Daraus kann ich folgern, beziehungsweise eine Gleichheit formulieren. Reihe Norm t hoch n e hoch minus b plus epsilon t, das ist jetzt der Normwert, kleiner oder gleich. Hierfür kenne ich die Abschätzung, gleich deshalb, naja, t kann auch 0 annehmen. Also habe ich hier m mal e hoch bt, das wäre die Abschätzung für diese Reihe, mal e hoch, und das kann ich so schreiben, minus bt mal e hoch minus epsilon t. So, das ist aber nichts anderes als m mal e hoch minus epsilon t. Naja, und daraus folgt, dann ist wohl die Norm von dieser Funktionenfolge nach oben beschränkt durch m mal e hoch minus epsilon t, insgesamt eine positive reelle Zahl, und das gilt sicher für alle n Schlange aus den natürlichen Zahlen einschließlich der 0. Und ich kann jetzt argumentieren, g, was ich interpretiere als die Abbildung von dieser Menge hier in die, ja, Menge m mal e hoch minus epsilon t mit der Abbildungsvorschrift g von t gleich m mal e hoch minus epsilon t ist als stetige Funktion, ich habe hier eine konstante Funktion und eine Exponentialfunktion, ein Produkt aus stetigen Funktionen ist immer stetig, also ist g von t stetig. Also ist die Argumentation wie folgt, mit g von t gleich diese Abbildungsvorschrift ist als stetige Funktion insbesondere Lebesgue integrierbar und damit folgt nach dem Satz der dominierten Konvergenz von Lebesgue gilt nun, naja, die Laplace-Transformierte von f von t mit dem Parameter s als das Integral von 0 bis unendlich geschrieben über die Funktionenfolge davon der Grenzwert ergibt ja gerade die Funktion f von t, denn wir haben hier Konvergenz nachgewiesen, ist dann nichts anderes, ich deute hier nochmal an, Satz von Lebesgue, die dominierte Konvergenz besagt, ich darf jetzt den Grenzwert aus der Integration herausnehmen, jetzt vollziehe ich den Grenzwert und habe zunächst das Integral von 0 bis unendlich über, und ich möchte einen weiteren Satz aus der Analysis hier verwenden, nämlich wir wissen ja, wegen Norm von dieser Funktionenfolge echt kleiner oder gleich m mal e hoch minus epsilon t. Das ist ja m mal 1 dividiert durch e hoch epsilon t. Das kann ich nochmal abschätzen. Für alle t aus dieser Menge. Ja, der erste Wert für t, der möglich wäre, wäre 0. Wenn ich hier 0 einsetze, dann habe ich natürlich 1. Und wenn dann t gegen unendlich strebt, dann wird ja dieser Faktor immer kleiner. Also gilt natürlich nach oben diese Abschätzung. Und zwar für alle t. Und wir wissen auch noch, m mal e hoch minus epsilon t gleich
m mal jetzt die Definition der Exponentialfunktion in Potenzreihendarstellung verwenden, dann hätte ich hier minus Epsilon Tn durch n Fakultät. Und das ist ein endlicher Wert, weil diese Reihe konvergiert, und zwar für alle minus Epsilon T, ja, egal was ich hier einsetze. Ja, und dann kann man folgern nach dem Satz von Weierstrass. Konvergiert die Funktionenfolge f Index n Schlange von t gleichmäßig daraus folgt Laplace-Transformation von f von t von s ist gleich Integral von 0 bis unendlich über ist aufgrund der Kenntnis der gleichmäßigen Konvergenz jetzt erkenne ich hier die Definition der Laplace-Transformation jetzt verwende ich hier an der Stelle die Linearität der Laplace-Transformation mehrmals, also für jeden Summanden. Dann weiß ich wegen n Fakultät durch s hoch n plus 1 für alle n aus den natürlichen Zahlen folgt nun, naja, die Laplace-Transformation von f von t von s ist QED. Wobei ich noch kurz zurückspringen muss, die Schranke, die braucht einen Querstrich oder Schlange, denn der Wert, der hängt ja von Epsilon und von t ab, ja, also ist die Schranke natürlich eine andere wie die. Gut.